Willkommen in den Schrott. Heute fangen wir an. Erstmal Charakter erstellen. Das Spiel soll sehr cool sein, ein geiles Bausystem haben. Boah, wir nehmen den da. Hier Hippie-Frisuren. Welche nehmen wir? Welche nehmen wir? Das sieht ja fast aus wie eine Frisur. Nehmen wir das. Ort. Ort lassen wir weg. Die Stimme. So. Spielen. Ort. Spiel. Kann man die 1 nicht entfernen? Ah, doch. So. Werden wir uns das Spiel mal angucken? Long ago, a wanderer brought an enthralling gift to the people of Embervale. The elixir. It was a cure, a blessing, a weapon. Once concealed by the ancients, its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The Shroud, a ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. Also die Menschheit ist an ihrem eigenen Untergang schuld, aber wen wundert's? Das springt gut. Wie sprinten. Gucken. Welche Taste ist für Sprinten? Sitzen. Mal damit interagieren. So. Etwas ist zum Sprint. Ah. Hier haben wir eine Kiste. Hier haben wir eine Fackel. Bandagen. Da liegt noch eine Fackel, aber wir haben ja jetzt eine.
also die kleinen Funken machen einfach nur das Licht an. Das ist ja schon mal gut. In Orten, wo wir Lampen haben, ist das sehr gut. Ah, gut, Spitzhacke haben wir nicht. Nehmen wir halt die. So. Okay, und dann. Ah. Vielleicht einmal. So. Ein Eimer reicht nicht. Silberne Kiste. Kommen alle am Anfang scheinbar dasselbe. So. Machen wir das Beil 1. Da ist noch 8. Fackel erstmal auf 2. Gucken, kann man hier was. Da konnten wir was plündern. Zauberstab freigeschaltet. Bild freigeschaltet. Nehmen wir uns erstmal ein bisschen Holz mit. Brauchen wir ja bestimmt sowieso. So. Leiter, aber nur auch springen. Wieder in die Hand nehmen. Okay, aber wir haben ja schon eine Fackel, brauchen wir ja nicht nochmal mitnehmen. Könnte ja was sein. Da ist nichts. Hier hinter was? Also mit der Fackel machen wir auch Schaden. Da ist nichts hinter. Steuerung. Gleiter freigeschaltet. Ja, so. So. Immer noch in die richtige Richtung. Ja. Da haben wir Tageslicht. 136 Meter müssen wir noch laufen. Eine Werkbank. Okay, Respawn-Punkt. Aber warte mal, dann nehmen wir gleich mal ein bisschen Holz mit. Okay, wir haben Harz, Baumharz. Das sieht aus wie Früchte. Hier. Äste, Bild, alles looten, kann man immer alles gebrauchen. In Spielen, wo man was Ressourcen gibt, keine davon unwichtig. Jede braucht man für irgendwas, selbst wenn man am Anfang noch keine braucht. Ah, okay. Stufenaufstieg, vom Nichts machen. So. Haben wir hier irgendwo was? Da haben wir Äste.
an. Knochen. Stofffetzen. Okay. Hat uns einfach eine mutierte Riesenratte angegriffen. Frechheit. Stofffetzen. Fell und Holzleiter, okay. Schon wieder so eine mutierte Ratte. So. 120 Meter in die Richtung. Da leuchtet rot. Wenn ihr es lesen möchtet, die ganzen Texte mit der Handlung, gerne einfach immer Pause machen. So. Erstmal ein paar Ressourcen sammeln. Oh, ein Schild. Ah, so geht das. Okay. Gut, wir haben keine Spitzhacke und so. Hier irgendwas abbauen lohnt jetzt noch nicht. Aber es ist ja in der Nähe von da, wo wir hin sollen. Hier nicht eben irgendwo im Brunnen. Den. Wo ist der Brunnen hin? So, wir können unser Essen füllen. Hier haben wir wieder eine Nachricht. So. Mal direkt Ressourcen, die wir nur einsammeln müssen. Oh, Hoppelhäschen, komm mal her. Fleisch können wir dann auch grillen. Mal gucken. Da bestimmt Wasser am Brunnen, oder? Ja. Ja, nehmen wir uns erstmal ein bisschen Wasser mit. Also wir hatten noch keine Anzeige, dass wir Hunger oder Durst haben. Aber wenn es dann Wasser gibt, dann gibt das, wenn es nicht zum Überleben notwendig ist. Cool, mehr Wasser können wir nicht mitnehmen. Okay. Wenn wir es nicht zum Überleben brauchen, gibt das bestimmt Buffs oder sowas. Holz. Rein. Wo ist es hin? Obersteinblock, okay. Baue einen Flammenaltar. Position erreicht. Ja. Ist zwar eine schöne gerade Fläche, aber. Na gut, für den ersten ist das okay. Also V wäre das dann immer, okay. Mal da. Steine. Da haben wir Steine. Warte. Wir stellen uns am besten erstmal eine Spitzhacke her. Und noch zwei Äste. Hm. Nehmen wir die von den kleinen Bäumen. Äste und Pflanzenfaser. Ah, okay. Ja, bevor wir jetzt auf den Stein drauf rumkloppen. Gucken wir mal hier ein paar Äste drin. Ja,
und zu dem Baum. Jetzt. Also das hat jetzt nur Holz gegeben. Noch ein Ast. Kaputt gemacht. Und noch mal ein Ast. Da liegt der Baumharz. Wir wollen nicht, wa? Ah, wir kriegen hier auch nicht nur Äste, sondern auch ab und zu Pflanzen. Also, nee, andersrum. Nicht nur Pflanzenfaser, sondern auch ab und zu Äste. Das ist auch gut. So. Zack. Was brauchen wir jetzt hierfür? Garn und Äste. Garn. Garn. Da brauchen wir einmal. Beste 3. So, Pflanzen. Oh, da waren Äste bei. Einfach mal rumlaufen, alles einsammeln. Wir können uns ja mal kurz einen Überblick verschaffen. Da ist noch ein Hoppelhäschen, das geschlachtet werden möchte. So. Kommen wir hier irgendwie hoch? Also dann ist dieser Nebel das Miasma. Wir haben blauen. Wir haben roten. Aus dem Turm. Da hinten scheint eine Wüste zu sein. Schneeberge. Turm. Da hinten, ja. Könnte auch Schneeberge sein. Also wir müssen irgendwie höher, dann sehen wir bestimmt noch viel mehr. So, können wir uns jetzt auch die Axt herstellen. Dann war. Bauhammer. Wir auch. Flammenalter, fehlen jetzt Steine. Hm, ja klar. So. Also Holz verlagst. Spitzhacke. Filter. Ah, das hier ist ein gegrillter Bild. Ja. Das war auch gern. Warte mal, nee, der ist gegrillt, der ist bestimmt besser. So. Erstmal Spruch. Stimmt, von denen, die wir eben besiegt haben, die zwei. Bild. Nein. Ah, wir können die Maus auch gedrückt lassen, okay. Sammeln wir uns erstmal ein paar Steinchen. Wir haben jetzt noch sehr wenig Ausdauer. Ah, hinter dem ersten Turm ist auch noch ein zweiter, wie das aussieht. Da hinten. Ganz da hinten. Vielleicht nicht zu tief, sonst kommen wir hier nicht heraus. Haben wir einfach von der Seite, geht ja auch. Erde war da auch bei. Brauchen wir die bestimmt auch für irgendwas. Über 30 Steine. Okay. Okay,
Den können wir einfach so einsammeln. Und hier die bestimmt auch. Wenn wir eh da wieder hin müssen, können wir die auch. Den können wir nicht einsammeln. Den aber. Den auch. So. Also. Müssen wir bestimmt nicht direkt bei dem roten hier bauen, oder? Aber machen wir einfach mal so. Drei. Auch die Flammen, Alter. Ach so, ja. So. Na gut, der ist jetzt auf der unteren Leiste. Okay. Will ich Latte eigentlich vor den hinstellen? So, aufwerten. Ist auch ein Baubereich. Ja. Ah, okay, wir haben eine gewisse Zeit, dann gehen wir drauf im erstmal. Wir werden auch die ganze Zeit Quest aktualisiert. Brauchen wir noch einige Sachen, die haben wir jetzt alle noch nicht. Und Fähigkeit zurücksetzen und den Altar wieder wegmachen. Oh, aber brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. So. Wie war denn das? Nee. Ja. Brauchen wir dreimal Garn. Was machen wir damit? Da. Hier können wir jetzt auch den Bauhammer herstellen, aber den haben wir ja. Obersteinblock. Oberholzblock. Dach. Bauraum. Leiter. Garn. Zweimal Garn. Da brauchen wir auch noch Garn. Eilschrott. Erstmal sporen. Wieder mit der Flamme kommunizieren. Oder auch nicht. Lass mal seelen. Finde den schlafenden Überlebenden. Reise durch das Miasma. Hier, da sollen wir hin. Da ist Glutwacht. Und da kommen wir. Oh, da können wir Schnellreise machen. Das ist ja schön. Warte mal, wir haben... Können wir bauen. So, dann wird jetzt erstmal ein bisschen dunkel. Schön Bäume fällen. Cool, mit einem Ausdauer können wir nicht einen Baum fällen. Jetzt irgendwo was? Noch eine Fackel. Boah, Steine liegen einfach so rum, das ist immer gut. Ein Stein. Oh, zwei Steine, wenn er einen Bruder gehabt hätte. So. Auch Stein. Aber kleine Büsche sind jetzt hier gerade nicht mehr, wa? Wild. Eine. Warte mal, wir legen uns mal die Fackel. Hin und den Bauhammer dahin.
Elf-Schaden-Schwert. Ah gut, das macht jetzt nichts. So. Wenn ich irgendwo im Busch rein. Stein. Also mit Fackel kann man auch in der Nacht sammeln, ist gar kein Problem. Guck mal, ein Bauwau. Aber mit der Axt. Ach, na super, das geht natürlich nicht, war ja klar. Nur ein Knochen. Wenn man zu weit weg steht, funktioniert das auch nicht. Oh, das rote Miasma-Zeug da hinten leuchtet so gut. Ah, es kommt auf die Größe der Bäume an. Äste, Holzscheite. Was ist denn? Glühwürmchen. Auch noch was? War cool, dass man auch mit dem Mauspad durchwechseln kann. Schön an den Stein stellen. Ärger war aber gut, Steine. Aber da eingesammelt. Ein Glühwürmchen. Okay. Da haben wir zwei Glühwürmchen. Für was auch immer. Da stand ja Glühwürmchen-Lampe. Vielleicht kann man damit noch was machen, außer eine Lampe. Da unten leuchtet ein totes Tier. Können wir mal hingehen. Hier auf dem Weg. Sogar, warte mal, dann nehmen wir mal lieber Ferdinand. Eine Vorsichtsmaßnahme. Boah, da kriegen wir einfach so Tierfell. Ohne was zu machen. Hm. Nachts mehr Gegner sind? Oder überhaupt ein Gegner? Ja, das Wasser, das wir nicht kriegen. Hat hier auch noch wenig irgendwo im Keller. Wohin hier waren? Haben wir doch irgendwo ihn getötet und da war dann ein Keller. Was ist denn das? Da. Direkt mit Beleuchtung der Keller. List mitnehmen. Was? Haben wir denn hier keine Gegner? Ja, wir können da drauf schießen, wir können uns aber auch lassen. Ah, okay. Daran machen wir jetzt gar keinen Schaden. Ah, Kiste. Sieht mich. Hm, immer nicht. Denn hier keine Gegner. Hm. Das Dorf geht hier noch weiter, also vielleicht ist hier noch irgendwo einer. Wachs. Honig. Ist da? Gegner am Anfang hier, wo wir bauen müssen. Ärgerlich, weil vielleicht droppen die noch irgendwas cool.
ist noch so eine komische Wurzel. Keine Ratten. Da ist einer. Wacht eine Kiste. Jetzt wollen wir drüber nachdenken. Wir haben gar keinen Bogen, wa? Bogen, Bogen, Bogen. Bogen. Hinten war hier. Warte, wir wollten doch hier mit was anderes herstellen. Also wir haben Flammenalter, Werkbank, Bauhammer, Holzfäller-Axt. Wir haben auch Spitzhacke auch. Dann machen wir uns einen Bogen. Wo ist denn jetzt? Dahin. So, 90 Steine, 150 Holz. Brauchen noch ein bisschen. Und dann hoffen wir, dass bald wieder hell wird. Dann können wir den Überlebenden finden. Also suchen gehen und dann finden. Sehr empfindlich mit dem Durchscrollen. Unserem Charakter ist kalt. Gut, wir haben auch kein T-Shirt an. Muss ruhig schon mal kalt sein in der Nacht. So. Noch was? Nicht so. Das können wir damit kaputt machen. Also, wenn wir hier ein bisschen was gesammelt haben, holen wir uns erstmal den Überlebenden. Dann habe ich schon mal geschaut. Ah, siehst du, Gleiter und sowas. Warte. Nein. Oh. Ah, das geht nur in der Werkbank. Dann sammeln wir erstmal weiter auf dem Weg dahin. Okay, ein Topf. Ein Kronentopf gibt Garn. Das war was anderes. Okay, das treffen wir nicht. Ah, jetzt. Aber Garn brauchen wir keins herstellen. Brauchen wir nur weniger Äste sammeln. Das ist auch schon mal gut. Okay, das treffen wir nicht. Machen wir das damit? Ah. Fällt ja viel aus. So. Ich scroll jedes Mal in die falsche Richtung. Ah, da ist einer. Cool. Komm her. Put, put, put. Ja, block doch, egal. So. Für das, was ich vorhabe, brauchen wir aber irgendwie noch Metallschrott. Wollt uns dann am Anfang gleich erstmal. Okay. Wird aber scheinbar nicht zu dem Ort da. Oh, ein Gegner. Schön. Greif doch an. Da wir ja Gleiter herstellen können, hole ich uns erstmal den besten Gleiter, den man im Spiel kriegen kann. Und auf dem Weg. Ich bekomme auch ein bisschen Ausrüstung. Dann haben wir es einfacher für die ganzen Quests und fürs Erkunden und alles. Was kriegen wir eigentlich? Wenn wir das hier abbauen. Hier. Kannst du mal sehen. Was das hier ist. Jetzt nichts freigeschaltet. So. Hier ist wieder ein Keller. Hallo, ist er da? Ah, da ist er noch.
Also macht sehr viel Spaß. So. Und dann. Also wie gesagt, da es was den Gleiter gibt. Warte mal, wir haben ja doch Pfeile, oder? Ey, wie wechsle ich denn die Pfeile? Ah, so. Ist hier auch irgendwas? Eine Leiche. Huhn. Also den Gleiter bekommen wir aus einem Gebäude. Aber die Tür ist verschlossen. Mit einem... Also ist halt verschlossen, brauchen wir Dietrich für. Zum Herstellen, habe ich gelesen, brauchen wir Metallschrott. Den haben wir irgendwie noch nicht gefunden. Baum. Geht ja hier an der Kreuzung eh im Weg. Dass der noch umfällt. So. Oh, versehentlich den Zaun kaputt kommt. So. Kleinen Bäumchen, die können wir alle noch mitnehmen. Die gehen ja leicht zu fällen. Nimm's doch mit. So. Und um da hinzukommen zum Gleiter, brauchen wir 250 Holz und 100 Steine. So weit weg. Werde ich dann was gesammelt haben und diesen neuen Begleiter uns da. Irgendwas ist ein Begleiter. Etwa Überlebender. Also bestimmt dasselbe. Uns den geholt haben und irgendwo einen Teilschrott gefunden haben, werde ich uns mal dahin begeben, wo wir den Gleiter bekommen und vielleicht Ausrüstung. Wäre ja cool, dann brauchen wir keine herstellen, wenn wir die finden können. So, wie viel haben wir jetzt? 309 Steine. Also Steine haben wir genug. Warte, wir brauchen noch drei weitere Spitze. So. Was haben wir? Also Holz fehlt jetzt noch, wa? Wir können noch eine Kiste herstellen. Nicht hier. Da vorne können wir eine Kiste herstellen. Packen wir da erstmal alles rein. Oh. War ja klar. Egal. Also wir brauchen noch den Gleiter und den Haken. Echt für alles. Ja, dann gucken wir jetzt mal, wo der Überlebende ist. Oder machen wir uns erst den... Ich habe keinen Metallschrott gefunden. Das war ärgerlich. Der ist da oben. Dann laufen wir da mal hin. Ist ja wieder hell. Sollten wir jetzt noch schnell kurz schaffen. Da war ein anderer Stein. Der hat eine andere Farbe. Da ist ein Wolf. Kriegen wir noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Komm, wow, wow. Ah, komm. 36 Erfahrungspunkte. So. Da sind noch ein paar Häschen, die wir schlachten können. Unser Junge hat echt noch gar keine Ausdauer. Eine Nachricht. Hier ist eine Nachricht. Die Nachrichten geben auch immer Erfahrungspunkte. Bandage. So, da wir jetzt den Greifbacken noch nicht haben,
Oh, hier ist noch eine Nachricht. Oh, zwei sogar. Nee, warte, das ist eine Fackel. So. Nur Bandagen. Wer braucht denn sowas? So. Aber hier haben wir erstmal Holz. Oh, warte, es fällt doch bestimmt einen Berg runter, oder? Erstmal Flüssigkeit. Braucht man die auch? Oder braucht man nur Holz? Dann war das auf jeden Fall kein Baum. Guck mal, da hinten ist ein Baum. Das war ja intelligent. Wir haben noch irgendwas zu futtern. Hält uns das überhaupt? Nee, ne? Ausdauerregeneration. Ah, ist. Oh, roh bringt nichts. Warte, wir haben noch Bandagen. Einmal hin. Oh, wo ist der Baum hin? Also, merke, runterfallen tut weh. Das hier sieht aus wie ein Baum, oder? Also, roter Baum, aber. Baum ist Baum. Geister Magier statt bei Alchemist. Okay, wo kriegen wir jetzt einen Alchemisten her? Warte, das ist kein Baum. Miasma Holzblock. Das ist. Bäume. Ich weiß gar nicht, konnten wir. Ja, können wir nicht gucken, was wir dafür brauchen, oder? Guck mal, der da möchte erstmal tot umfallen. So. Mal die 8. So. Sieht doch auch aus wie ein Baum, oder? Also scheinbar können wir drei verschiedene Lebensmittel zu uns nehmen. Den leuchten oben. Links unter unserem Lebensbalken drei Punkte auf. Dem zeigen die an, dass man einen Buff hat, der unter dem Lebensmittel steht. Und wir können scheinbar nur drei haben. Mit diesen. Hier ist auch eine Kunst für sich. Warte mal, welcher ist denn. Das hier ist der dritte, ne? Welche? Dass man gar nichts sieht ohne eine Fackel. Kiste. Welche Farbe hat die? Bronze oder Gold? Eine Zweihandwaffe. Überhaupt nicht gebrauchen. Also wir müssen erstmal aus dem Miasma wieder raus. Sonst fallen wir gleich tot um. Auf dem Weg nach oben Baum oder so. Hier bestimmt nicht als Baum, oder? Nee, das hat gar nicht gegeben. Aber das sieht doch bestimmt was, ne? Beste, einmal hin. So. Also ich denke mal, für diesen Überlebenden müssen wir. Nein, voll falsch. Ach, guck mal, müssen wir gar nicht. Müssen wir nicht durchs Miasma.
Wie viel Miasma-Holz haben wir? 12. Und wir können hier nicht gucken, wie viel wir brauchen. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt diesen Überleben. Oh, nee, da, warte. Das wäre schon wieder runtergefallen. Aber wie heilen wir uns denn weiter? Können wir noch eine Bandage nehmen? Dann nehmen wir mal eine Bandage und hier noch so ein komische Frucht. Ah, die heilt uns. Okay, also wenn wir noch so Früchte sehen, nehmen wir die auf jeden Fall mit. Weil damit können wir uns heilen, okay. Was sind da auch? Plus 2 Gesundheit Wiederherstellung. Ah, über 30 Sekunden, also jede Sekunde 2 Gesundheit. Okay, das war gut. Dann müssen wir, braucht man ja nur dran vorbeilaufen und dann können wir es einfach. Können wir ja ruhig machen. Du läufst vorbei, drückst E oder so. Also einfach. Okay, okay, okay. Da oben leuchtet's. Da leuchtet's auch. Die Leiter geht da einfach so hoch, da müssen wir nichts für machen. Guck mal, Erde mitten im Fels. Dafür brauchen wir den Greifhaken. Okay. Kommen wir bestimmt auch irgendwie so rüber. Irgendwie müssen wir jetzt zu dem Überlebenden kommen. Ohne den Greifhaken, da wir keinen Metallschrott haben. Ein Heiltrank. Ups. Super, jetzt bin ich. Wie hab ich das denn gekriegt? Also wir können drauf springen auf die Sachen. War doch da irgendwie. Kommen wir doch bestimmt irgendwie. Ah ja, ich spring genau dazwischen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir müssen genau diesen Holzbalken da treffen. Ah, okay, der ist durchsichtig. Und dann nehmen wir halt die Spitzhacke. Nicht das, was ich jetzt machen würde. So, am besten irgendeine Stelle, wo wir nicht so weit buddeln müssen. Haben wir. Ah, wir kommen auf diesen Zaun drauf. Oh nee. Auf da runter zu fallen. Ja, gut, dass mir jetzt so. Ach, eine falsche. Okay. Das ist ja mal gar nicht hart. Gleich schon wieder dunkel oder was? Hm, keine Ausdauer mehr. Also okay, durch einen Felshorn mit wenig Ausdauer, sehr mühsam. Einmal nach oben bitte. Wir haben keinen Arsch. Komisch. Aha, oben. So. Im Öffnen. Also ein Stück geradeaus und rechts. Okay. Ein Stück geradeaus und dann nach rechts. Oh Gott, oben steht es ja auch. Oh, Bären. Bären. Das
Dach noch von vorbeilaufen und mitnehmen. Was mache ich? Lauf dann vorbei. Wollen wir jetzt aber nicht wieder runter, oder? 330 Meter. Da sind Wölfe. Oh Gott, die Spitzhacke und die Axt gehen langsam kaputt. Warte. Hm. Aber irgendwo müssen wir hin. Ist aber nicht in dieser Suppe. Also nicht in dem Miasma. Was ist das in dem? Auf der anderen Seite? So, wie kommen wir da hin? Hm, Brücke geht nicht. Also, oh warte, nee, da gehen wir nicht lang. Hm, schade ist, ich hätte gedacht, vielleicht kriegen wir von den Gegnern Metallsprut. Das müsste gehen, oder? Ja. Naja, komm, das ging super. Explosionsfässer. Cool, wir treffen überhaupt nicht. Ah. Rotfels. Cool, hat überhaupt nichts gebracht. 139 Meter und da sieht aus wie Feinde. Ja, oh, Feinde. Okay. Level 3 Feinde, der hat uns fast gekillt. Hm, der hat Metallschrott. Immerhin haben wir da jetzt einen Durchgang. Wie viele Pfeile haben wir? Also, wir fallen nämlich gleich tot um. Ein. Da. Zwei Pfeile. Krass. Können wir euch herstellen? Holzpfeil. Das Ästen, aber die brauchen wir doch für was anderes. Hm, dann nehmen wir eine Beere. Wir sind irgendwie falsch. An dem Ding ist oben drauf. Oder da hinten im Miasma. Ach so. Hm. Von hier unten kommen wir da natürlich noch nicht hoch. Ja klar. So. Dann probieren wir mal, ob wir an dem Ding dran vorbeilaufen können und dann irgendwie. Irgendwie müssen wir nach rechts kommen. Ganz viele Wölfe, das lassen wir jetzt mal. Wo müssen wir denn hier lang? Also man muss ja irgendwie auf der anderen Seite, wenn die Brücke nicht funktioniert, auf der anderen Seite auch wieder hochkommen. Welches Level haben die? Oh, werden wir herausfinden. Level 3, cool, wir gehen. Also Level 3 und lila, die schaffen wir nicht. Jetzt müssen wir in die Richtung. Standort oben. Witzig, wie kommen wir da? Okay, wo kam der jetzt her? Welt darum geht eh nicht. Ah.
und unseren Scheiß verloren. Nee, das Holz ist auch weg. Ich gehe. Reise durch das Meer erstmal, finde den schlafenden Überlebenden. Warum ist das jetzt rot? Also, wir müssten auf der anderen Seite ja irgendwie hochkommen. Fragt sich nur einer, wo? Machen wir das in 5 Minuten hier lang und dann hier unten lang bis zu unserem Abstein? Weil wir haben ja nur die Grenzzeit in dem Miasma. Wie treten wir das am... Gut, das werden wir jetzt noch schnell machen. Wegen so unser Zeug wiederholen. Müssen wir den Überlebenden... Warte mal, wer ist mal eine Beere? Dann holen wir den Überlebenden nächste Folge. Jetzt ist ja erstmal wichtig... unser Zeug, sonst müssen wir das ja alles neu sammeln. Also ich hoffe, dass da bei dem Grabstein unser Zeug ist, nicht, dass es einfach nur unser Tod markiert. Wäre ja doof. Und zu hart das Spiel ein bisschen. Gut, es ist Early Access, das ist gar kein Problem. Aber es ist auf einer SSD, also extra vorgesorgt. Wir haben jetzt auch erstmal keinen, also kein Miasma-Holz hier, auch wenn wir noch welches brauchen. Will nicht, dass das von der Zeit her nicht reicht. Ach, das ist ein Pilz. Bären. Also hier kommt man kurz raus und dann da wieder reinzugehen. Ist nur noch die Frage, wie war rechts nach oben? Oh, aber knapp. Ah, guck mal, also hier sind wir draußen. Ja gut, dann schaffen wir das ja, unser Zeug zu holen. Aber wie? Das stand ja oben. Also. Wo ist der Weg nach oben? Aber hier geht es nur noch tiefer ins Meer. Erstmal und hier, das sieht aus wie eine gerade Felswand. Hier hinten irgendwie. Irgendwo bei der kaputten Brücke könnte das vielleicht gehen. Oder wir hoffen mal, warte mal, was hat denn der uns an Metallschrott gegeben? Einen nur, ne? Oh Gott. Sag wohl, ja, okay, dann halt nicht. Ja, das ist ein Käfer angegriffen. Also Level 3 Käfer sind und diese Untoten da, die sind ganz schön heftig. Also, merke, am Grabstein kriegen wir unser Zeug wieder. Wenn man es schafft, hinzukommen. Ich buddel mich jetzt nicht da durch, das kannst du vergessen. So, dann erstmal ein Bärchen. Also holen tun wir den Überlebenden nächste Folge, aber wir werden zumindest gucken, ob wir. Also wir müssen ja wenn eh wieder zurück. Weil hier irgendwie. Warte, wie viel gehen wir mit Tölsch. Hier guck mal das. Oh nein! Mist, wo kam der denn schon wieder her? Oh, nee. Ja, liegt nicht so viel rum, lauf los. Also merke, da unten auf die Karte gucken und den Rucksack ist nicht so die Idee. Ja, komm, ess mal ein Bärchen. Okay. Der bleibt dann automatisch stehen, das ist aber gar nicht gut. Also im Kampf geht das schon mal nicht. Jetzt müssen wir im Kampf dann... Ja, weiß nicht. Bleibt er bei Bandagen? Könnte er auch stehen bleiben, wa? Hier, die... Da kann man gar nicht einsammeln.
Also. Bandagen bleibt doch bestimmt stehen. Das muss man im Kampf dann, wenn, Heiltrank probieren. Also müssen wir gucken, dass wir irgendwie Heiltränke noch zusammenkriegen. Aber ich glaube, wir hatten einen Metallschrott. Das heißt, wir müssen mindestens. Hat der auch Level 3? Nee, oh, der hat Level 1. Und noch ein paar Kiefer. Alles tot? Ja. Was? Ich komme mal einfach gegenüber der Brücke hoch. Also irgendwas müssen wir aber gleich wegschmeißen. Irgendwo einer. Dahin. Der wird mich nicht sehen, oder? Irgendwas wegschmeißen. Hm, ja, ich schmeiße mal halt das da weg. Nee. Weil wir hatten ja zum Einsammeln eben der Käfer keinen Platz mehr. Ich meine, wissen wir jetzt, sie geben Gebeine. Also wenn wir für irgendwas Gebeine brauchen, wissen wir, ah, die Käfer geben uns das. So. Ernsthaft, ist hier ein Weg? Wo kommt der denn jetzt her? Na ja, okay, also ist gegenüber der Brücke, zwar nicht ganz gerade. Aber naja. So, dann stellen wir uns da einfach nur in die Nähe. Außer da sind Gegner. Was ist denn da oben jetzt markiert? Zwei Sachen. Ist hier einer? Ist rechts von uns. Also nicht da drin. Da irgendwo in die Richtung. Ah, okay. Da ist bestimmt der Eingang einfach. Gut, dann holen wir uns den Überlebenden nächste Folge, würde ich sagen. Und dann gucken wir nach dem Gleiter und Ausrüstung. Weil gegen sie diesen ersten Begleiter oder Überlebenden, wie auch immer. Sollten wir schon machen, weil jetzt haben wir ja nur mal ein paar Ressourcen entdeckt. Die da hinten ist schwarz. Und saugefährlich da hinten. Da ist auch ein Turm. Dann machen wir hier das und dann direkt den Turm, wenn wir da irgendwie hinkommen. Haben wir gleich zwei Sachen auf einmal. Dann hoffe ich, hattet ihr Spaß. Euch gefällt das Spiel auch. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.